Was ist ein Späti? Ein Späti ist ein Kiosk, der spät offen hat in Berlin. Also der quasi halt einfach nachts noch lange offen hat, so mindestens bis 3, 4. Späti, was ist das für ein Wort? Mann, das sagt man halt so, ist halt ein Späti, hä? Die deutsche Sprache wird doch oft dafür gelobt, dass sie sehr deskriptiv ist, ne? Sie beschreibt immer, was passiert. Ein Handschuh ist ein Schuh für die Hand. Ein Eierkuchen ist ein Kuchen aus Eiern. Oh, hab ich wieder was Kontroverses gesagt? Nein, Tolkien, Pfannkuchen ist auch in der ist auch egal. Wenn ihr mir jetzt kommt mit, eine Waschtasche wäre keine Tasche mit Waschutensilien, sondern da ist Kultur, denn es ist ein Kulturbeutel, dann ohrfeige ich euch, weil ihr dumm seid. Und da lasse ich gar nicht mit mir reden. Wie macht man Emote-Modus im Chat an? Emote only. Ja, ha, was macht ihr jetzt für Chats? Ihr seid doomed. Ja, was sollt ihr jetzt tun, hä? Ihr könnt nicht antworten. Ihr seid fucking doomed. Ihr seid lost. All diese Wessis in meinem Chat. Geht weg aus von mir. Kulturbeutel, soweit kommt's noch. Fucking Kulturbeutel. Ich gehe da rein und steckt einfach Goethe drin oder was? Will so reingreifen, zieh eine Oper raus. Mozart schlägt mir ins Gesicht, Beethoven gibt mir einen Dropkick. Da ist eine fucking Zahnbürste drin. Was weiß ich, rasiere irgendwas und Duschzeug. Ja, und Späti ist halt ein Späti. Ist ein Kiosk, der spät offen hat. Ich finde das voll logisch. Ihr seid machtlos, Twitch, seid machtlos. Und jetzt Victory Sip. Ein Tyrann wie Galbatorix. We did it. Besser gesagt, kannst du den Emote-Modus ausmachen, so 5 Minuten, wenn alle vergessen haben, was passiert ist. Weil bis dann habe ich locker irgendwie misplayed und dann ist der erste Kommentar, der im Twitter kommt, oh mein Gott, Tolkien, du bist scheiße oder sowas. So, wir spielen also Samira Line gegen Chidori Nagashi. War nicht Chidori diese Blitze von Kakashi oder so? Oder von diesem anderen Dude? Wie hieß er? Der Bruder von dem anderen mit den Augenringen, der so aussieht wie ich auch. Sag ja, Gedächtnis ist nicht meine Stärke. Sasuke! Wollen wir weiter cheesen? Einfach, wir nehmen auch Ignite. Und Karma also Level 1 ist nicht weak. Beim XP bekommen wir den nicht, weil es war echt insane. Kann man auch geflasht. Wenn ich echt vielleicht nicht Ace einfach exhausten soll für einen besseren Trade. Die Kombo richtig so? Ja, ne? Die hat schon Reichweite Q eher oder muss ich E Q'en? Oh, hat die Mini geguckt. Wenn dem keine Sums, sonst hat er das Dive durchziehen kann. Wäre insane. Aber vielleicht bis dann einfach dead. Ja, I mean. Aber dafür würde ich meinen Nautilus Flame wollen. Der hat mich geflash-hooked auf einen Minion. Also, er hat geflash-autotacked und einen Minion gehookt. Also, er hat halt geflash-autotacked und einen Minion gehookt, Twitch-Chat. Nee, das ist nicht so geil. 2 ins Ezreal. Aber das Gute ist auf jeden Fall, wir haben uns gegenseitig vertraut, ne? Ich habe jetzt ihn nicht hängen lassen während seines Plays. Sein Play war nicht gut. Wir waren ready, ihn durchzuziehen. Er hat ihn mit Ignite gelastet. Er hat ihn mit Ignite gelastet, der Nautilus. In einem Spiel kassiert ihn auf dem Dran. Ich mag Nautilus trotzdem. Ich mag, dass wir gemeinsam committen. Ja, ich hätte Flash queuen sollen, Mann. Nicht bad, was Nautilus macht. Da gerade. Ja, hätte ich besser lösen müssen, of course. I can eat, man. Ey, ich fass es nicht. Wir werden actually beide sterben. Oh mein Gott, it's so fucking tragic. Es war einfach alles tragic. Sie kriegt Level Up, sie kriegt ein Shield. Nautilus killt sich rechtzeitig, ich krieg keinen Turret Proc, ich krieg kein Level Up für einen XP-Punkt, deswegen sterbe ich am Turret. Es war einfach alles komplett Tragödienpotenzial. So, ob wir die Wave vom Turm halten können. Ja, guess wir fighten weiter. Mein Boy Nautilus, das ist crazy. Noch schön Minion Auto-Attack, aber ich hab den trotzdem. Hör auf! Gib mir einen Kill! Du Arsch! Ich glaube, er vertraut mir nicht, aber ich würde mir auch nicht vertrauen nach dem Dive. Aber wir haben locker den Base Twitch jetzt. Der 4-0, der 4-Kill Nautilus. Power Spike erreicht. Er ist full. Oh, er geht Evan Shroud. Er pink Lockets. Kauft Evan Shroud. Er will Damage machen. Bam, Junge! Fucking spätes Exhaust. Wenn ich Kase exhauste, töte ich alle. My bad. Bad Exhaust. Wenn ich Kase exhauste, töte ich alle, by the way. Ich bin so boosted. Kase exhauste, nicht fucking eine Milliarde Damage nehme und dann auf Ezreal raufdashe, Reset kriege. Und ich habe wieder nicht E gespammt. Ich muss E spammen, wenn ich einen Kill kriege. Hier, das Dive nur für Flats nehmen. Wir haben Herald Go. This is my power.
I hope this works. Hallo, any divers? Beautiful. Good job, guys. Good job, guys. Good job. 5 Blades, Botlane. Jungle Roller, Mann. Das ist genau wie letztes Game. Da war es andersrum. Ich habe auch der Jungle irgendwann und hat das einfach gekillt. Lass Nation. Okay, wir are all good, we are all good. Einfach Beyblade-Legende, wenn ich mit Legende mitgehen würde, aber das Beyblade. Gehen wir Sonyas hier? Fuck Sonyas, wir gehen Damage. Not too shabby, not too shabby, not too shabby, guys. Wenn man nach vorne läuft, kann ich vielleicht auch den Minion dashen und dann auf SW raufflashen mit Rap Buff. Kann ich, wenn wir zu weit vorne positionieren. Klauso kann ich actually off-proppen. Ich bin sein. Oh, Movement Speed ist ja so gut auf mir, wenn ich Ults mache. No ist ja insane, actually. Dann wäre er der besten Klauso-Champions. I'm not the same as you. Wenn ich wäre, hätte ich reingeflasht, ich denke. Oh, schade, wenn ich noch geedet hätte währenddessen. Ich habe mich so gefühlt, though. Triple Kill. Aber ich hätte, wenn ich geedet hätte, mich repositioniert und ja. Dann würde vielleicht sogar so jemand wie K6 daneben queuen, weil auf einmal ist mein Model woanders und er drückt dann gar nicht Q rechtzeitig. Leute, ich würde sagen, let's go. Ja, wir haben eine Lernkurve, ne? Wir haben durchaus eine Lernkurve, aber dieses Game ist auch ziemlich straightforward zu spielen. Mehr Champions jetzt reingehen. Davor hatten wir halt Jenna, Lulu, Enchanter. Scheiße, jetzt haben wir halt Nautilus, Rek'Sai, Sylas, Renekton. Wir gehen einfach alle rein. Das ist halt einfach leichter zu spielen. Während ich davor halt oftmals Openings finden musste und dann immer gecancelt wurde von Wukong Ult, von Leona Stunts. Dieses Game muss ja nicht mal Clans spielen. Also ist halt viel leichter zu spielen als die Games davor in Teamfights, I think. Jetzt nicht mehr so free. Wenn die einfach committen würden, ne? Und mit Exhaust und Nautilus Ult und Flash. Ich war sogar noch exhausted. Ich glaube, wenn ich das Stopwatchen könnte. Drehe ich mich in der Stopwatch weiter, by the way? Das weiß ich gerade gar nicht, instinktiv. Habe ich mich weiter gedreht? Ist das eine Channeling-Fähigkeit? Oder ist das keine Channeling-Fähigkeit? Bei Channels würde ich canceln. Bricht ab? Okay, es wäre so ziemlich broken, I guess. Nice, schönes Game, GG. GG's, boys. Ja, Samira war ein schöner AD-Carry zu spielen. Aber wir haben alle Games haben Spaß gemacht. Lanko war da, das ist ein Champion, auf dem ich noch öfter Bock hätte, legit, das ist einfach cool. Während sowas wie Jinx, wenn ich das öfter spielen muss, fange ich an zu kotzen, aber ich bin halt einfach jemand, der gerne in der Mitte des Fights ist. Samira ist recht tanky, ist ziemlich melee-lastig. Aber wir sind fertig mit ihr, was auch ganz beautiful ist. Dann können wir nämlich straight zum nächsten Champion übergehen. SV Senna. Warum bin ich schon eine Q? Ich weiß gar nicht, was ich spielen muss. Sejuani. Ja, okay, warte, ich könnte actually voten für Chat.